Hallihallo, herzlich willkommen zurück auf YouTube, liebe YouTubes, bei Folge 5 von Baldur's Gate 3. Wir haben einen Levelaufstieg. Klicke aufs Plus. Stufenaufstieg. Es ist Gunther. Heißt das, dass wir das kriegen, oder wie? Wie? Ich komme nicht aus. Ja, das sind wir. Attribute. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Intelligenz will? Das geht nicht. Zauber, Federfall, Stufe 1, Verwandlung, Zauber. Verursacht Federfall. Bremse die Fallgeschwindigkeit aller verbündeten Kreaturen und gewähre ihnen so Immunität gegen Fallschaden. Und Strahl der Übelkeit. Oh je, oh je. Beschwöre einen Strahl krankmachender Energie, der 2d8 Gift bewirkt und ein Ziel möglicherweise vergiftet. Das geht auch nicht so schlecht. Aber kann man da jetzt selbst irgendwas tun? 1 auf 2. Durch Erfahrung erhältst du neue Macht. Du erhältst folgende Merkmale. Erhöht das Trefferpunkte Maximum, Trefferpunkte 12. Klassenmerkmale. Kann das nicht selbst irgendwie? Vorbereitete Zauber anpassen. Ich will diesen. Die Nebelwolke wollen nicht. Ich will den Strahl der Übelkeit, das klingt gut. Das ist gut. So, und wir können da jetzt wählen. Ach so. Ah. Schule der Bannmagie. Zauber der Bannmagie rufen Schutz herbei. Verbannen Gegner und heben Magie auf. Was denjenigen nützlich ist, die sich und andere verteidigen wollen. Nein, das machen wir nicht. Wir wollen hervorrufen. Das ist gut. Hervorrufen. Das ist anpassen. Das wieder weg. Das wieder hin. Fertig. Hervorrufungszauber kanalisieren Elementarenergie in mächtige Angriffe und Verzauberungen. Wer sich auf diese Schule spezialisiert, ist als Hervorrufer bekannt. Conjurer, okay. Das klingt gut. Ah, da kann man auch noch die. Oh! Hm. Und da schönes. Vertrauen finden. Du gewinnst einen Vertrauten finden, Entschuldigung. Du gewinnst einen Vertrauten hinzu, einen Feengeist. Ja, eine Tierform deiner Wahl annimmt. Das wollen wir. Tu den weg. Ich will einen Tiergefährten. Was tue ich? Burning Hand. Das muss Nahkampf sein. Personen bezaubern. Bezaubere auf magische Art einen Humanoiden, den du sehen kannst. Das klingt doch auch gut. Alter Spray. Nein, nein, nein. Dann tun wir das Kotzen weg und nehmen lieber Personen bezaubern. Rascher Rückzug, auch nicht schlecht. Das wollen wir, so wollen wir das haben. Fertig. Annehmen. Was gezeichnet. Wir haben noch so eine Lederkappe, die können wir immer aufsetzen. So, jetzt N für Charakterbogen. Oder so. An ihn senden. Ausrüsten. Hat einer hübsch. Geschichtliche Rettungswürfe plus 1. Na bitte. Kann man den Helm irgendwie ausblenden? Na, schade, Schokolade. So, und er hat jetzt auch noch einen Stufenanstieg. What do we have here? Die kann man gar nicht. Aber man kann nur sich selbst? Ach so. Raffinierte Aktion. Spurt. Bonusaktion. Deine Bewegungsrate ist im aktuellen Zug verdoppelt. Nicht schlecht. Naja, es ist ja. Okay, danke. Okay. Also Stufe 2. Und jetzt? Haben wir ihn schon? Ist schon leer, ist auch leer. Er ist ein Gedankenfinder. Im Sterben kann man ihm helfen mal. Moment mal, wir sollten zuerst mit ihm reden. Aber er wollte uns doch angreifen. Was haben wir? Ah, die Zauber muss ich zuerst lernen. Oh nein. Zauberplatz. Was ist du?
Arcane Erholungsaufladung. Anzahl der Zauberplätze, die Arcane Erholung wiederherstellen kann. Verstehe ich nicht. Wie kann ich denn jetzt Zauber lernen? Wo war das? Das war doch da. Nein, Zauber war N? Nein, K. Zauberbuch, ja, genau. Die müssen wir entlernen. Ich brauche die Nebenwolke nicht. Also, aber haben. Also, nein, ja, genau. Weg. Sollen wir zaubern? Ende 12, 2, 8, aber. Das ist schon auch nicht so schlecht, gell? Magierüstung ist auch gut. Sollte ich in den Nahkampf kommen, schlafen ist auch gut. Ich möchte meinen Tiergefährten. So, das ist gut. Speichern, okay. Du, okay. 1 und 3, F5. Und jetzt. Rufen wir unseren Tiergefährten. Ah, da muss ich erst rasten. Nein, kann ich schon. Das ist gut. Vertrauten finden. Oh, was wollen wir denn? Wir haben eine Spinne. Beschwöre eine vertraute Gestalt. Und mit den Werten einer Spinne. Der tödliche Biss kann Gegner vergiften. Ein Rabe. Beschwöre einen Vertrauten in der Gestalt und mit den Werten eines Raben. Er kann präzise Angriffe durchführen. Eine Ratte. Beschwöre einen Vertrauten in der Gestalt und mit den Werten einer Ratte. Ihr infektiöser Biss kann Krankheiten verbreiten. Ein Frosch. Seine Haut ist mit schwindelerregendem Gift belegt. Eine Krabbe. Schaffen Gegner verlangsamen kann. Das ist auch nicht so schlecht. Eine Katze. So eine Ratte. Finde ich nicht schlecht. Einen Raben. Ein böser Magier. Was hat denn der? Der hat schon einen Raben, oder? Wir nehmen einen Raben. Hi, Rabe. Und jetzt? Wie ungültiges Ziel. Was? Einfach tun. Danke. Servus! Was könnt ihr jetzt? Verstecken spüren? Zerreißender Blick! Greift die Augen einer Kreatur an, um sie zu blenden. Okay. Ausgezeichnete Raven. Und jetzt. Aber ihren wieder. F5. Jetzt wollen wir uns dann nochmal traumaturgisch verbessern. Und wir wollen auch noch eine Person bezaubern. Ihn, ungültiger Ziel. Ne, ihn brauche ich nicht. Okay. Dann F5 und jetzt reden wir nochmal mit ihm. So, wie war das jetzt, Kollege? Approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now. If only you didn't feel compassion. Wieso? Compassion? Nein, wir nicht. Das ist falsch zu hören. Nein, du solltest wütend sein, oder nicht? Wie jetzt? Welchen Gefühl nachgeben? Mitleid? Den Gefühl nach. Das ist falsch. Zurücktreten? Nein, das sollte wütend sein. Yes, you feel hate. And you deserve to be punished for it. You should be whipped. Made to bow before this creature in shame. Nein! It's possessing your mind. Forcing you to love it. But then, the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Auf deine Gedanken konzentrieren! Na sicher, komm, los geht's. 7 sollen wir schaffen. 14, doppelt so gut. Your mind spews, lusting for something that is gone. But then, its grip claws back with a vengeance. A vice locking your mind into obedience.
It needs sustenance to survive. And with your very body, you can provide. Nein. Nein. Wehren, wehren. Ich bin einfach nicht der Weiseste. Oh, 17, das reicht. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Gebieter! Diese Augen für immer schließen. Es einem langsamen Tod überlassen. Hat er verdient. Bin jetzt böse eigentlich? Kann man es looten? Ach, ich will es looten. Kann ich es jetzt töten? The monster's tentacles twitch weakly. It won't last much longer. Ach, schade. Dann müssen wir vielleicht nachher nochmal zurückkommen. Für den Loot. Wir könnten ihn ausrauben vielleicht. Ist da oben noch was? Okay, wir machen mal eine 5. So, wir sind nicht gestorben, das ist schon mal gut. Ist da oben noch was? Da ging es noch weiter, allerdings ist da Feuer. Schauen wir da noch. Toter Goblin. Oh, eine Axt. Und du? Bist du? Ein Goblin Krummsee, oder? Servus. Ihn? Und da selber niemand. Und dann? Naja, klingt jetzt nicht so toll. Ist das Gewicht 0? Das nehmen wir. Und da sind wir. So. Was ist denn da jetzt noch? Hier, da kommen wir rein auch. Oh, Klippen am Straßenrand. Schau. Oh. Alter Runenkreis. Ich als alter Gelehrter müsste doch was damit anzufangen wissen, oder? Hoppla. That's unexpected. Last I saw you, you were lying in a crucible's worth of blood. An intellect devourer nibbling at your ear. Glad to see my eyes deceive me. I'm Gale. Well met. Servus Gale. Seid gegrüßt. Ihr wart auch auf dem Schiff, nehme ich an. Und kommt ihr so plötzlich her? Du traust ihm nicht die Waffen ziehen. Ich bin selber ein Magier. Oh, easy. Easy does it, lad. You really, really don't want to do that. Wirklich? No threat. Just an observation. Was, woher erkennt, dass ein Magier ist? We just survived a sip through hell on a Nautiloid. Statistically speaking, we're anomalies on par with a convivial Aboleth. We'll get to that. I have a much more pressing question first. Are you perchance a wizard? To be more precise, an arch-wizard. Ich bin nicht Elminster, aber ich komme zurecht. There's a gust of weave about you, but it's a mere breeze. I need a tempest. It'll have to wait. Primary need is a healer. I take it you recall the insertion of a parasite? Ja, ich erinnere mich lebhaft. Vielleicht war es eine Illusion, ein schlechter Traum. Das ist meine Sache, nicht eure. Roger, private, nothing to do with me. And yet, are you aware that after a period of excruciating gestation, it'll turn us into mind flayers? A process known as seramorphosis? It is to be avoided. Okay. I assume you're no accomplished healer, either. Powerful cleric, maybe? Nein, leider nicht. Then we'll have to find one. And fast. You and I are in a whole lot of trouble. We need help. And I'm not sure where we'll find it in this wilderness. How about we embark on the quest for a healer together? Alles klar. Most excellent. Then without further ado, let's be off. Wir sind voll die Glascannon-Party. Und kein Tank. So, aber du bist ein Level aufgestiegen. So. Dann machen wir ihn bitte Bannmagie.
anpassen, wir brauchen sicher nicht dieselben Zauber. Schutz für Gut und Böse. Schütze eine Kreatur gegen Aberrationen, himmlische, elementare Feen, Unholde und Untote. Geht das? Kann nicht von den bezaubert, verängstigt oder besessen werden. Klingt alles schlecht. Er hat das Fett, er hat den Nebel, er hat den Hexenpfeil. Könnten wir es dann noch. Ja. Das Fett ist schon gut. Und tun den Hexenpfeil weg und nehmen. Magierüstung. Den Nebel brauchen wir auch nicht. So, okay. Fertig. Und da. Den Sprung brauchen wir auf gar keinen Fall. Das leichte Fallen war nicht so schlecht, gell? Und der rasche Rückzug. Also, aber nur ich selbst. Nein, dann machen wir das Fallen. Fertig. Annehmen. Der ist genauso intelligent wie ich. So, wie viele Leute kann man eigentlich maximal haben? Das ist ein alter Runenkreis, was machen wir jetzt mit dem? Aha, hätten wir schon einen anderen Runenkreis. Noch einen anderen Runenkreis gefunden. Ah ja, alles klar. Könnten wir uns da jetzt schnell bewegen. Verstehe, ein Portal also. Wir waren schon überall. Wir können jetzt da noch reinschauen und dann da unten und dann da rauf gehen. So machen wir das. Danke, wieder schon. So. Wo brennt's? Wo brennt's denn? Dann gehen wir da noch rein. Wir haben irgendwas verpasst da. Ist da oben noch was? Ist hier noch wohl Loot? Nein, rauszoomen. Ein bisschen Plus. So. Okay, da ist auch nichts mehr. Dann gehen wir da herum. Schneller laufen bitte. Hoppi hopp. Dann schauen wir da mal runter. Da geht's auch noch rauf. Oh, da ist was. Und da drüber der Käfig. Was machen wir mit dem? Was mit dem machen? Kaputt liegt wohl schon länger hier. So, da geht's auf alle Fälle weiter. Ah, da ist. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir da hin wollen. Vielleicht wollen wir doch zuerst. Achso, schaut das also aus. Vielleicht wollen wir doch noch zuerst da unten nachschauen. So. So, da. Wo ist die Kamera? Da. Und da. Dann erkunden wir da nochmal alles. Da ist der verwürstelte Strand. Der ist schon. Den haben wir noch gar nicht erwischt. Na, sag mal. Was Wegpunkt aufgedeckt? Oh, ah, sehr gut. Wo war der? Ah, da. Okay. Einwandfrei. So, da unten waren wir schon. Da gibt es auch noch toten Fische. Alles nehmen. Das ist auch was, ne?
alles nehmen. Was? Ja. Schattenherz. Wollen wir jetzt erst looten? Stop! Not another step or I'll... Wait. It's you. Es ist Xena. You survived then. Suddenly, you see what she sees. Feel what she feels. Anger, confusion, resolve. Ah! You. You've got the same thing I do. In your head. I felt it. Genau. Okay. The same. It must be that tadpole they put in our eyes. I assume that's what caused our minds to cross. These things are going to consume us from the inside and turn us into mind flayers. You and I need a healer. Yep. Finding one won't be easy in this wilderness. We'll need supplies. I'm hoping something of use might be behind this door. Yeah. But I've barely made a dent in it so far. Die verlassenen Ruinen, klingt gut. Ja, genau, wir sind ein böser Magier. Also wir müssen ja nicht so offensichtlich gleich jeden einfach mit dem Arsch ins Gesicht springen. Also insgesamt sind wir böse. Wir können ja höflich sein, aber trotzdem böse Absichten verfolgen. Conjure ahead. I'm going to see what's at the top of this cliff. Hopefully there's no more of these creatures along the way. Es wäre gut, noch indem man zusammen damit kämpft. Mir scheint, dass ihr auf euch aufpassen könnt. Und noch andere. Wie viele Leute waren in der Kapsel? Unless you count these monsters. You're the friendliest face so far. Na, servus. Hilfe brauchen. Na dann. Or just company for our final moments. But you're right. Whatever lies ahead will be a little less daunting with support. You can call me Shadowheart. Alles klar, Shadowheart. Ich heiße Gunther. Nun beeilen wir uns besser. Ist ungewöhnlich. Ja. After everything you've been through, my name gives you pause. Please. Okay. Stimmt, ich heiße Gunther, sollten aufbrechen. Ja, gar nichts. So, aufbrechen. Lead the way. Wir leaden den Way. Jetzt wäre es ganz praktisch, wenn man sie an erste Stelle stellt. Gibt es irgendwie so Formationen? Aber wir können sie mal aufsteigen lassen. Sie ist glücklicher. Ah, sie ist Kleriker. Wie? Das ist doch eh Kleriker. Ah, ihr seht das nicht, wenn ich da. Warte. Kann ich da wegtun? So, jetzt sieht man das. Kleriker immer gut. Stärke, Weisheit, Charisma, Konstitution, ein und frei. Nächster Punkt geht in Geschicklichkeit noch. Was können wir? Untote vertreiben. Klingt gut. So, vorbereitete Zauber anpassen. Was brauchen wir denn als Kleriker? Wie? Verderben, also bist du ein Böser. Verursacht Verderben, Ziele für so drei Kreaturen. Sie erhalten einen Abzug von 1W4 für Angriffs- und Rettungswürfe. Das ist ganz gut. Befehl Einhalt, befiehlt eine Kreatur innezuhalten. Sie kann sich weder bewegen noch Aktionen ausführen. Auch ganz gut. Wasser erschaffen, beschwöre Regen, erlöscht offenes Feuer. Das ist auch nicht so schlecht. Lenken des Geschoss. Ursache lenken des Geschoss, beschwöre einen Lichtstrahl, bewegt 4d6 gleißend. Und der nächste Angriffswurf gegen das Ziel ist im Vorteil. 4d6? Not bad. Heilendes Wort. Eine Kreatur, die du sehen kannst, erhält 1d4 plus 3 Hitpoints zurück.
Wunden verursachen, nekrotisch. Verzug und Böses kann der andere. Schild des Glaubens. Nee. Segen. Segen bis zu drei Kreaturen. Sie halten einen Bonus von 1 wie 4 für Angriffs- und Rettungswürfe. Hoppla. Wunden heilen. Eine Kreatur, die du berührst, erhält 1 die 8 plus 3 Hitpoints zurück. Das ist halt auch gut. Wir haben jetzt. Die Assist 1d4 plus 3. Die haben gar nicht alle so viele Hitpoints. Das ist besser. Hier. Light Wounds oder so. Okay, fertig. Na, das passt. Das sind wir damit einverstanden. Was bist du? Unterklassenmerkmale. Abbildbeschwörend. Beschwöre eine Illusion, um deine Feinde abzulenken, deine Verbündeten. Und du seid bei Angriffswürfen im Vorteil, wenn Illusionen und Angreifer sie innerhalb von 3 Metern vom Ziel bringen. Achso, na gut, das können wir nicht anpassen. Gut, annehmen, danke. Gut, jetzt kann man da noch reinschauen. Da ist zu, oder was? Annehmen. Jetzt müssen wir uns einmal unsere Quests anschauen. Wo sind die? Heraus. Ausrüstung, Inventar, Charakterfelder, Zauberein ausblenden. Tagebuch, L. Prolog, das haben wir geschafft. Doch der Dunkelheit, der bleiche Elf, der Magier. Die verlassenen Ruinen. Was ist das? Finde einen Weg in den Ruinen. Schattenherz. Versuchte auf der Suche nach Vorräten in ein Gebäude einzudringen. Wir sollten nachsehen, ob es da etwas Nützliches für uns gibt. Verdammt. Ah, okay. Vielleicht von oben irgendwie? Oder von da? Gut. Wir müssen da rein. Da ist zu. Kannst du das Lockpicken vielleicht? Meister? Mach mal F5. Schloss knacken. Öffne fehlgeschlagen. Schloss knacken. Geöffnet. Cool. Da wird es vielleicht auch noch anders irgendwie reingehen, aber ist uns das Wurst. Wir können Schlösser knacken. Alles klar. Dann lead the way. Sollte vielleicht auch irgendwann. Aber so, Moment. Sup. Das geht so nicht. Rechte Maustaste vielleicht? Auch nicht. Wie? Hier nicht. Muss ich wirklich ihn so? Na gut. Wenn es sein muss. Das könnte man vielleicht auch noch verbessern, liebe Entwickler. Oh. Oh, das ist ein Zauber. Ah ja. Was bist du? Einfache Illusion. Resistenz. Göttliche Führung, bitte. Dann hält das. Heilige Flamme. Und tut immer dran. Ja, rein mit uns da. Oh. Sehr schön. Das hat sich an Untote vertreiben. Ausgezeichnet. Drücke L zum Ansehen. L. Die verlassenen Ruinen. Finde einen Weg, wir haben es geschafft. Schattenherz versucht auf der Suche nach Vorräten in dem Gebäude. Also das haben wir schon. Untersuche die Ruine. Wir haben eine Art Gruft betreten, die anscheinend seit langem nicht mehr besucht wurde. Vielleicht liegen noch ein paar wertvolle alte Artefakte herum. Sehr schön. Wir mögen Artefakte. Das ist zum Beispiel eine Kiste. Ja, die leer ist. Das ist noch eine Kiste. Genauso leer ist. So, dann. Ein Sarkophag. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Dunkelsicht, Erkundung. Monster mit Dunkelsicht können in einem bestimmten Radius der Dunkelheit sehen. Aha. Eher nicht. Eher schon. Eher auch.
Sie, weiß ich nicht so genau. Ist da drin? Und da? Und da? Nicht sehr ergiebig. Okay, ja, machen wir auf da. Komm, los geht's. Öffnen. Ist das eine Falle oder was? Was hat sie? Das ist Leitfaden des Beobachters. Ungewöhnliche zweihändige Nahkampfwaffe. 1d8 Stichschaden. Wer kann mit sowas umgehen? Vielleicht eh der Magier. Oh nein. Einfache Waffen oder Speere. Haben wir leider keine Übung. 1d8 Stichschaden. Was macht das? Ansturmaktion. Und. Was kann das sonst noch? Die Zeit hat den Glanz des Speers abstumpfen lassen, doch aus der Mitte dringt ein schwaches blaues Leuchten. Die Magie, die vom Speer ausgeht, fühlt sich alt und schrecklich an. Ui. Und göttlich. Der Speer war ein Geschenk an den Vorbesitzer, dessen Loyalität den Tod überdauert. Ja gut, dann her damit. Das nimmt jetzt wer? Nimmt gleich. Kann da. Ja, sie. Und ein gravierter Schlüssel. Wieso fett? Er ist eine Falle ausgelöst. Schwarze Tintenflecken besuchen den Griff des Schlüssels in einem Sarkophag in einer längst vergessenen Kapelle gefunden. Ja, nehmen. Story-Gegenstand. Herr Welt. So, und kannst du wieder aufstehen vielleicht? Oder haben wir jetzt. Sind wir jetzt in einer Runde? Aber wir sind auf alle Fälle über der Zeit. Ja, gut, in der nächsten Folge erkunden wir natürlich diese Gruft. Den Dungeon. Weil das Spiel heißt ja auch Dungeons and Dragons quasi. Also, ich hoffe, wir treffen auf keine Dragons. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.